Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Tutorial im Rahmen des Tenova-Projekts. Wir nehmen es als selbstverständlich hin, dass wir im Büroalltag unsere Stimme und unseren Körper mitbringen und benutzen. Halb bewusst spüren wir zwar, dass die verschiedenen Mitarbeiterinnen alle unterschiedliche Stimmen und Körperbewegungen haben, eben unterschiedlich sprechen, sich bewegen, stehen oder lachen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Jeder hat aufgrund seiner eigenen Sozialisation in seiner Kindheit, vor allem durch seine Familie, andere Verhaltensmuster gelernt, wie er mit seiner Umwelt und seinen Mitmenschen umzugehen hat. Vieles davon ist in der einen oder anderen Weise übernommen worden und begleitet uns bis heute. Sei es, dass wir zum Beispiel den Kopf hängen lassen, uns etwas im Nacken sitzt oder wir uns voller Überzeugung in die Brust werfen. Vieles von diesen Verhaltensmerkmalen geht auf unsere Kindheit zurück. Wir glauben zu wissen, wo wir stehen, aber haben doch verlernt zu spüren, wie wir stehen. Erst wenn sich unser Zustand so verschlechtert, dass der Körper uns spürbare Zeichen gibt, beginnen wir zu ahnen, dass etwas nicht stimmt, aber suchen auch dann oft die Gründe dafür weniger bei uns selbst, sondern häufiger in äußeren Umständen, der Arbeitssituation oder der Überlastung. Welche Ansätze gibt es aber, bei uns selbst anzufangen? Wir können wieder eine Wahrnehmung für unseren Körper entwickeln, indem wir ihn spielerisch mit seinen Grenzen bekannt machen und immer wieder ein wenig darüber hinausgehen. Auch das Außen wieder bewusster wahrnehmen und darauf reagieren, den Körper in ungewohnter Weise ausdehnen, mit bewusster Atmung oder seiner Stimme mehr Aufmerksamkeit widmen, sich positiv einmal nur um Sie kümmern. Probieren Sie es doch einfach einmal aus. Zum Einstieg haben wir ein paar einfache Übungen für Sie vorbereitet, die Sie zwischendurch mal allein oder in der Gruppe machen können. Viel Spaß dabei! Zu Beginn empfiehlt es sich immer, sich aufzuwärmen, also sich und die ganze Gruppe. Dazu gehört, die Stimme aufzuwärmen, den Körper aufzuwärmen und den Geist aufzuwärmen. Kann man ganz verschiedene Übungen machen. Bei der körperlichen Aufwärmung würde ich erstmal die Leute durch den Raum gehen lassen, den Raum wahrnehmen lassen, die Tempi variieren, dann wirklich an den Körper dran gehen, wenn man es alleine macht. Einfach alles anfangen zu schütteln, nach rechts schütteln, nach links schütteln. Bei einer Partnerarbeit kann man auch mit einer leichten Massage vom Partner sich auflockern lassen. Und dann würde ich in kleine Übungen gehen, zum Beispiel das Äpfelpflücken. Es ist so einfach, man greift nach oben, pflückt einen Apfel und legt ihn in den Korb. Dann kann man das mit der anderen Hand machen. Und ablegen. Und dann sagt man den Leuten, dass sie immer präziser werden, dass sie genau darauf achten, wie der Apfel gepflückt wird und ob der noch ein bisschen festhält, ob man richtig ziehen muss und wie er sich anfühlt, der Apfel. Und die Leute sollen den Apfel sehen, sie sollen ihn riechen, sie sollen ihn spüren in der Hand und wie man den richtig ablegt. Und dann kann man Handicaps einbauen. Ich bin viel zu klein, um an den Apfel ranzukommen und ich muss mich strecken. Oder ich bin viel zu groß und der Apfel hängt auf einmal auf Augenhöhe. All solche Sachen kann man machen. Viel Spaß. Ja, jetzt wo wir den Körper ein bisschen aufgewärmt haben, widmen wir uns noch ein bisschen der Stimme. Die ist ja auch wichtig und morgens auch sehr oft noch ganz schön müde und so ein bisschen bröckelig und funktioniert noch nicht so richtig. Deswegen habe ich hier jetzt mal drei kurze Übungen, wie man die Stimme ein bisschen warm macht. Und wenn wir schon morgens so müde sind, was bietet sich am besten an? Gähnen. Das liebt die Stimme nämlich. Richtig schön mal gähnen. Kann man sich auch schön strecken nochmal, dass der Körper nicht wieder einschläft. So laut, so viel man will, in alle Richtungen. Und da ist die Stimme doch schon viel mehr da. So, was haben wir noch morgens, wenn wir müde sind?
Ach, vielleicht ein leckeres Brötchen. Ja, so ein leckeres Brötchen eignet sich auch ganz fantastisch. Wir stellen uns das Brötchen jetzt nur vor. Also man beißt in das leckere Brötchen. Oh, und das Brötchen, das ist so lecker. Das ist so lecker, dass wir es nicht für uns behalten können. Deswegen müssen wir einen Ton machen und zwar... Man kann ja so ein bisschen schmatzen dabei. Und so richtig aus tiefster Seele, das Brötchen ist so lecker. Ja, da kommt man automatisch in die Indifferenzlage, das heißt in die Stimmlage, die gut für unseren Körper ist, die unser Körper auch haben will, weil häufig ist es so, dass man viel zu hoch redet oder viel zu tief. Und das ist meistens, also wenn man wirklich ehrlich mal macht, ist das der Ton, den der Körper eigentlich liebt. So, was ist noch? Artikulation, da hilft es auch ein bisschen. Wenn jetzt noch so Krümel oder so von unserem Brötchen übrig geblieben sind, da müssten wir... Schauen wir doch mal mit der Zunge. Gehen wir mal den ganzen Mundraum lang, an die Zähne, hinten, überall. Schauen wir mal, ob da nicht noch vielleicht irgendwelche Krümel oder sowas liegen. Und die versuchen wir mal wegzumachen. So schön in den ganzen Zähne mal lang. Ja, das wärmt richtig schön den ganzen Mund auf. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, dass wir wirklich in die Höhen und Tiefen auch kommen können, dann steigen wir doch mal in den Aufzug. Also der Aufzug, auch ganz einfache Übung. Wir steigen unten ein, unten ist ganz tief und fahren mal von ganz unten ganz oben ins höchste Stockwerk. Also so tief unsere Stimme kommt, einmal die große Bahn in die Höhen. Und von oben wieder runter. Und man muss natürlich aufpassen. Es gibt so schöne moderne Aufzüge. Da fährt man gerne mit. Da merkt man fast gar nicht, dass man nach oben fährt. Und es gibt so ein bisschen alte, wackelige, die so ein bisschen klapprig sind, mit denen fährt man nicht so gern. Wir versuchen lieber so ein moderner, schöner, den man kaum merkt. Also möglichst wenig Übergang, ein schöner fließender Ton von ganz unten bis ganz oben. Ja, das kann man alles noch ein bisschen länger machen, aber damit ist die Stimme schon mal ein bisschen wach. Körperwahrnehmung. In meiner Arbeit sind drei Elemente von elementarer Bedeutung: Ausdehnung, Gewicht und Atmung. Ich gebe drei Bewegungen vor. Die eine: in die Hocke gehen mit rundem Rücken, tiefen Schultern und tiefer Atmung, in den Boden ausdehnen und nach oben ausdehnen. Das Ganze in die Rücklage bringen mit aktiver Ausatmung. Und nochmal. Einatmen und wieder ausatmen. Wichtig, dass die Hüfte wirklich nach hinten und nach vorne bewegt wird. Verdrehung im Oberkörper. Wir bleiben in der Position. Erden uns in den Boden, erstmal mit gestreckten Beinen und ausdehnenden Armen. Wichtig ist, dass sowohl die Arme als auch die Augen und die Atmung weit in den Raum ausdehnen. Nicht so kurz, sondern lang. Nicht mit zu viel Spannung, sondern wirklich öffnen und die Luft fließen lassen. Als letztes. Gewicht am eigenen Körper spüren. Wir sinken in ein Bein. Und Arme, Oberkörper und Kopf hängen. Auf diesem Bein geachst, ausdehnend mit tiefer Atmung. In den Boden, aus dem Boden
hochkommen, Druck in den Boden und zur anderen Seite Gewicht geben. Wieder hängen bleiben, ausdehnen, Gewicht spüren, Ausdehnung spüren, Atmung spüren. Und mit Druck in den Boden wieder aufrichten. Tempo kann variiert werden. Und one. So viel für heute. Und nicht vergessen, immer ausatmen bei der Bewegung. Haben Sie gesehen, wie leicht man den Körper ein wenig in Stimmung bringen kann? Das spielerische Warm-up lässt sich natürlich noch in ganz unterschiedlicher Weise ausbauen. Hier ist entscheidend, dass es eben spielerisch bleibt. Sich zwar fordern, aber nicht zwingen oder negativ werten. Wichtig ist, dass wir uns in anderen Kontexten körperlich ausprobieren. Durch den Raum gehen mit immer dem gleichen Abstand, mit Musik und wenn diese gestoppt wird, müssen alle stoppen. Achtung, hierbei bitte auf die Atmung achten. Wenn Sie nicht für den Stopp auch einen kurzen Stopp mit der Atmung machen, wird es kein sauberer Stopp. Oder es kann mit Bildern gearbeitet werden, der Raum verkleinert oder vergrößert sich, der Boden hat unterschiedliche Qualitäten wie heiß, kalt, morastig oder Eis. Wenn in der Gruppe gearbeitet wird, sollte immer eine Person für die Übung oder abwechselnd mehrere Übungen zuständig sein. Mit der Atmung verhält es sich ganz ähnlich. Um zu Beginn zu klären, wo die Atmung im Körper geschehen soll, gehen Sie in die Hocke oder machen ein Päckchen auf dem Boden. Das heißt, auf den Schienenbeinen den Körper zusammenfalten, sodass Sie darauf mit gerundetem Rücken zu liegen kommen. In diesen Positionen atmet der Körper automatisch in die Flanken und das Becken. Und so können Sie ein Gefühl dafür entwickeln, welche Art von Atmung Ihr Körper braucht. Wenn Sie das Grundwarm-up gemacht haben, können Sie auch freie Bewegungen machen und diese mit passenden Tönen versehen. Die Wahrnehmungsübungen sind nur Beispiele. Am wichtigsten hierbei ist, dass Sie sich selbst beobachten oder beobachten lassen. Unser Körper neigt dazu, wenn Sie etwas Neues, Ihnen Unbekanntes tun müssen, Stress zu haben und mit diesem Stress die Übung zu machen. Das wäre falsch. Im Stress neigen wir zur Hochatmung. Das heißt, wir atmen in die Brust und ziehen die Schultern hoch. Beides verkrampft den Körper und macht es unmöglich, die Übungen richtig auszuführen. Sie sollten also möglichst entspannt und mit tiefem, ausgefülltem Atmen die Übung angehen. Machen Sie ruhig Töne dabei, denn die Ausatmung ist gut und durch den Ton können Sie sich kontrollieren. Sie können am Ton den Stress hören oder aber auch die Entspanntheit. Die Hängeübung ist gleichzeitig eine Gleichgewichtsübung. Lernen Sie bewusst auf einem Bein zu stehen. Der Körper fühlt sich sicherer und entspannt sich innerlich.